Wir haben es geschafft. Wir haben alle Missionen erfüllt für dieses Jahr. Das ist schon mal gut. Es geht weiter bei Dream League Soccer und heute geht es weiter mit einem Trainingsligaspiel und zwar Spiel Nummer 11 von insgesamt 15. Und ja, nach dem Einzug ins Viertelfinale können wir auf jeden Fall zufrieden sein mit der Saison. Also den Aufstieg werden wir ja höchstwahrscheinlich schaffen und ja, schauen wir mal weiter, wie das Ganze hier noch enden wird, diese Saison. Heute mal wieder ein Auswärtsspiel in Hamilton. Schauen wir mal, ob die uns heute das Spiel oder das Leben schwer machen können. Wir heute in Schwarz unterwegs, der Gegner in Weiß und Rot. Das ist die Aufstellung des gegnerischen Teams. Und hier nochmal unsere Anguissa, Wilson und O'Connor hier mit schwarzem Trikot und die anderen in Rot. Keine Ahnung, was das immer soll, warum die das da nicht hinbekommen. Ist ja auch wurscht. Hamilton jetzt am Ball und die versuchen jetzt hier natürlich uns das erste Gegentor reinzupfeffern. Mal sehen, ob es ihnen gelingen wird. Ich hoffe ja nicht. Wäre auf jeden Fall schön. Anguissa geht hier dazwischen. Kann die Situation nicht ganz bereinigen. Templeton. Und dabei geht ins Aus. Okay. Skondras. O'Connor dazwischen. Bingham. Donati fängt den Ball ab. Williams gewinnt den Ball. McKinnon. Schöner Ball auf Ferguson. Und der wird von Anguissa aufgehalten, der schon im letzten Spiel eine gelbe Karte gekriegt hat und Ferguson verletzt. Ja, das war blöd. Also Verletzungen finden wir ja immer blöd, wenn wir die dem Gegner zugefügt haben. Machen wir nicht gerne. Alnwick kann diesen Freistoß halten. Und der nächste Angriff. Gut gespielt über außen. Bingham darf wieder spielen, der ja für Wissa gekommen ist und dann auch eine super Partie gemacht hat im Global Challenge Cup. Wissa kann sich hier nicht durchsetzen, gab auch keinen Elfmeter. Wahrscheinlich zu Recht. Skondras wird aufgehalten. Gut den Ball gewonnen, aber dann schlechte Flanke oder Torschuss, was auch immer. War auf jeden Fall nicht wirklich erfolgsbringend. Bingham war jetzt eigentlich durch, köpft dann aber doch nochmal zurück. Hätte er vielleicht durchlaufen können. Freer, flacher Ball, gut gespielt eigentlich, aber dann doch etwas zu ungenau. Schade. Jetzt der Ball über außen, Bereschinski kann den abfangen. Bingham kann verlängern auf Wissa, aber der kommt nicht an den Ball. Kann ihn auch nicht gewinnen. Skondras auf Templeton. Verspielt den Ball. Ross kann ihn abfangen, spielt hinten rum, ganz ruhig. Bereschinski, Anguissa und zu Gordon nach außen. Freer verlängert den Ball zu Wissa. Schöne Flanke, kommt aber wieder nicht an. Bingham kann den Ball trotzdem gewinnen. Anguissa, gute Schussmöglichkeit, wollte ihn aber nochmal weiterleiten. Dafür aber zu ungenau gespielt. Unterm Strich 0-0 im Moment. War zu wenig, wieder mal, von Air United. Die machen da in der ersten Halbzeit meistens zu wenig Druck. Haben auch nur einen Schuss insgesamt. Da sieht ja statistisch gesehen Hamilton besser aus. Auch wenn ich das ja vom Gefühl eigentlich nicht unterschreiben kann. Aber ich kann auch nicht unterschreiben, dass Available United hier besser war. Für mich ausgeglichen bislang. Kein gutes Spiel gewesen. Aber schauen wir mal, ob sich das noch ändert. Bingham, wenn er in der Position zum Tor kommt, wird es brandgefährlich. Freer. Kommt die nächste Flanke. Da ist Bingham und da ist er. Genau das, was ich eben angesprochen habe. Wenn er in dieser Position zum Tor, zum Abschluss kommt, dann wird es gefährlich. So war es auch hier. Freer wieder mit einer guten Flanke. Der Verteidiger lässt Bingham da alleine. Ja, sich in guter Position bringen. Ja, und dann kann der Keeper da auch nicht viel machen, auch wenn er da unglücklich aussieht. Am Ende aber das 1-0, was Air United hier gefehlt hat.
um das Ganze jetzt ein bisschen ja, ruhiger runterspielen zu können. Wisser holt sich hier den Ball, spielt den Ball auf Bingham, der über außen auf Freer. Der könnte den Ball jetzt nochmal flach reinspielen, macht er auch. Aber der Keeper lenkt den Ball gut ab und der Verteidiger spielt den Ball nach außen. Bereschinski, langer Einwurf. Wisser kann den Ball nicht in die Mitte verlängern. Ross lässt sich den Ball abnehmen. Wilson prallt ab. Anguissa zu langsam. Und O'Connor mit guter Grätsche im letzten Moment holt den Ball auch noch ein zweites Mal. Und Wisser auf Bingham. Der hat aber noch ein paar Verteidiger vor sich. Nimmt jetzt Freer über außen mit. Das machen sie wirklich gut. Also wenn sie da alleine auf den Kasten laufen, dann machen sie es immer gut, dass sie da außen noch Anspielstationen haben. Und da ist der Nächste verletzt. Ja, das ist auf jeden Fall uncool, wenn dann der Gegner immer so oft verletzungsbedingt runter muss. Wir fanden das ja selber ätzend, als dann Wisser Ewigkeiten ausgefallen ist. Deswegen immer ungünstig. Jetzt hat Wisser hier aber die Chance, kann den Ball nicht auf den Kasten bringen. Oh. Und Bingham kriegt hier zu Recht die gelbe Karte. Das Blöde ist aber, dass der Grätschenknopf der gleiche ist wie Abschluss. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich wollte ihn ja eigentlich nicht umgrätschen, sondern eigentlich wollte ich ihn aufs Tor bringen. Naja, bisschen ungünstig. Okay. Ross nochmal gut dabei. Anguissa! Also, war auf jeden Fall stark geschossen, nur halt knapp am Tor vorbei. Aber hier die Ablage, perfekt. Muss ich wirklich ein Lob aussprechen. Die Ablage hat mir sehr gut gefallen. Hat leider nicht zum Tor geführt. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob sie dieses 1-0 wirklich über die Bühne bringen. Am liebsten würden sie ja noch erhöhen. Dafür sind sie aber noch zu unsouverän gerade. Kommt da noch ein Gegenangriff? Nein, da kommt nichts mehr. 1-0 für Available United. Und damit haben sie auf jeden Fall den Aufstieg auf jeden Fall gesichert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Dream League Soccer. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.